Hi, hier ist Christian von China Gadgets und heute stelle ich euch das kleinste Notebook, was wir hier je hatten, vor, das OneMix Yoga. Das OneMix Yoga habe ich jetzt ungefähr seit 2 Wochen im Test und wen jetzt die genauen Einzelheiten, Details, Benchmark-Ergebnisse interessieren, der geht am besten hier unten, das verlinke ich euch auch in den Testbericht von mir, da findet ihr auch 1 Million Fotos, Detailaufnahmen und Co. Hier soll es jetzt eher so ein bisschen ums Look and Feel gehen, was sind so meine persönlichen Eindrücke, ja, wie macht sich das Ding im Alltag? Das kann man eben auf der Videospur hoffentlich ein bisschen besser rüberbringen. Starten wir mal wie so oft mit der Verpackung. Könnte ehrlich gesagt auch ein Smartphone sein. Großes zwar, aber zum Beispiel so ein Blackview-Karton sieht ähnlich aus. Macht aber eigentlich als Geschenk vielleicht sogar was her. Auf der Rückseite haben wir die Spezifikation. Wir haben hier die 8 GB RAM bzw. 128 GB Festplatten-Variante. Was für ein Prozessor drin steckt, ja, nichts weiter Spannendes, zumindest nicht für uns. Und innen drin liegt gar nicht mal so viel. Zum Beispiel der Charger. Einmal ein Kabel und das Netzteil. Zum Kabel selbst unspektakulär. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen länger ausfallen können. Ja, so ein 2 Meter finde ich immer ganz cool. Dann kann man es genau da laden, wo man gerade sitzt. Und ebenfalls finde ich nicht ganz cool, wir haben hier noch Micro-USB. Naja, wir leben 2018, da kann man schon mal USB-C zum Laden verwenden. Hingegen finde ich dieses Netzteil ganz geil, denn wir haben einen EU-Stecker. Wir haben ein CE-Zeichen und wir haben hier einen Ausgangsstrom von 2,4 Ampere. Bei 5 Volt macht roundabout, lasst mich kurz rechnen, 10,8 Watt. Damit geht das Laden auch tatsächlich recht zügig vonstatten. Ihr merkt es vielleicht schon, krass, wir haben hier eine ganz normale USB-Buchse. Ja, das heißt, wir können das kleine Baby hier auch am Rechner laden oder mobil per Powerbank laden. Ein wahnsinnig großer Pluspunkt meiner Meinung nach. Öffnen wir weiter den Karton bzw. zocken uns hier da durch. Wir haben hier noch die Instructions, das heißt eine Mini-Anleitung. Ihr seht es vielleicht schon an der Dicke, da kann nicht viel drin sein. Dem ist auch so. Zwar auf Englisch geschrieben, aber letztlich dreht sich alles drum, wo sind welche Anschlüsse und wie installiere ich ein Windows. Das heißt, wenn ihr nicht die letzten 10 Jahre im Tiefschlaf gesteckt habt, könnt ihr das auch ohne Bedienungsanleitung schaffen. Und das war es auch schon. Ihr müsst wissen, es gibt auch Varianten, da liegt ein Stift mit bei. Kommen wir später ein bisschen drauf zu sprechen. Kosten nochmal 25 Euro mehr. Der würde dann hier auch noch drin liegen, aber mehr liegt nicht bei. Kommen wir doch mal zum Stein des Anstoßes, dem Bestellgrund, dem kleinen OneMix Yoga. Und ihr seht es schon, es ist verdammt nochmal sehr winzig. Vielleicht fehlen euch so ein bisschen die Relationen, deswegen klappe ich euch das nochmal schnell zu und halte mein Surface Book 2 von Microsoft rein. Das sind auch nur 13 Zoll, ja, es ist noch nicht mal 15 Zoll, aber die 7 Zoll des OneMix Yoga verschwinden dann einfach mal. Was aber nicht heißt, dass der Kleine hier unbedingt sehr schlank ist, denn ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es steht mit seinen 17 mm dann doch durchaus ein bisschen über, sodass ich ihm eigentlich so den Spitznamen, ja, der kleine fette Brummer gegeben habe. Hier seht ihr das hoffentlich nochmal ganz gut. Und so kommen eben die 535 Gramm zustande. Wo ich euch das so schön hier gerade ins Bild halte, haben wir meiner Meinung nach eine doch beachtliche Anschlussvielfalt. Zum einen haben wir eben hier den Micro-USB-Port zum Laden. Wir haben einmal, ihr kennt es vielleicht schon an der blauen Buchse, USB 3.0 für einen USB-Stick, die externe Festplatte, die Webcam, was auch immer. Daneben befindet sich ein Micro-USB-Port. Bin ich ehrlich gesagt nicht Fan von, denn ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir haben hier einfach mal so ein 2 Meter Riesenkabel dran hängen. Je nachdem ist die Hebelwirkung an diesem kleinen Port doch schon groß. Also achtet bitte drauf, dass das Kabel jetzt nicht so viel Spiel hat. USB-C hätte ich hier cool gefunden, befindet sich direkt daneben. Ja, das heißt, auch hier können wir ein USB-C-Gerät anschließen. Daneben, was ist es? Ein TF-Kartenslot. TF, was ist das? Das ist Micro-SD. Wir können hier bis zu 128 GB reinstecken. Und daneben Klinke, 3,5 mm, zack, Kopfhörer rein und wir sind in unserem Tunnel. Cool. Auf der Rückseite Lüftungsschlitze an Kernschmelztagen wie heute, 34 Grad, man sieht es wahrscheinlich, muss der Kleine ja ein bisschen die Luft loswerden. Ich habe euch das auch aufgeschraubt im Artikel. Innen drin befindet sich ein kleiner Lüfter, das wird hier hinten rausgeblasen, ist aber relativ leise. Nicht zu sehen, nicht zu sehen und ein bisschen was zu sehen. Hier unten dieses gelöcherte Blech, da kommt ein recht schrachliger, blecherner Sound raus. 4 Gummifüße, recht dünn.
6 Schrauben, mit denen ihr eben die Unterseite auch aufmachen könnt. Seht ihr wahrscheinlich schon, habe ich gemacht. Auch das seht ihr eben am Artikel, ist schon geöffnet. Aber gleich vorweg, ihr könnt da keinen RAM nochmal zusätzlich verbauen oder eine andere Festplatte. Das ist alles fest verlötet auf diesem kleinen Mainboard. Ja, man könnte es aber eben aufschrauben. Ihr könnt es unschwer erkennen, QWERTY Layout. Häufig bekommen wir dann die Frage, naja, ich warte jetzt vielleicht noch ein bisschen und dann gibt es eine QWERTY-Tastatur, bitte, danke. Wird es ehrlich gesagt nicht geben, weil der chinesische Hersteller fokussiert sich natürlich auf den internationalen Markt und nicht auf einen dann doch relativ kleinen Markt, der da irgendwie mit einem R und einem Ö durch die Gegend krebst. QWERTY nutzen viele, dementsprechend, wer Bock auf dieses kleine OneMix Yoga hat, der muss sich mit QWERTY zufrieden geben. Nicht nur damit muss man sich zufrieden geben, wir haben ja auch ein extrem kleine Tastatur. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ich halte mal meine Hände drüber. Normale Tastaturen sind so groß. Hier musste man so ein bisschen Kompromisse eingehen. Zum Beispiel die Tab-Taste liegt neben den Nummern. Caps Lock teilt sich so ein bisschen mit dem A, die Taste. Klar, Caps Lock drückt man jetzt auch nicht so oft. Macht Sinn, macht keinen Sinn. Kann man drüber streiten. Aber Fakt ist, wenn man blind tippt, ist es mir gerade zu Anfang schon mal passiert, dass ich aus Versehen auf die Caps Lock-Taste gekommen bin. Aber an sich finde ich das Layout tatsächlich als relativ durchdacht. Ich meine, ihr könnt es jetzt auch nochmal auf Pause drücken und euch anschauen. Ich finde es okay. Was fällt vielleicht noch auf? Hier haben wir kein Touchpad. Ja, ein Touchpad hat ja normalerweise so 5x8 cm. Hier haben wir nur so einen optischen Mausfingersensor, der tatsächlich relativ gut funktioniert. Kommen wir später zu. Wir haben hier eine Leertaste, die zweigeteilt ist und die linke und die rechte Maustaste. Die Tasten, ich hoffe, man sieht es auch. Wir haben hier so einen Tastaturweg. Ich glaube, der Hersteller spricht davon 1, irgendwas Millimetern. Man merkt halt schon deutlich, dass man eine Taste drückt. Und gerade im Vergleich zu so einem Tablet, bei so einem iPad, habe ich jetzt den Buchstaben gedrückt oder nicht. Blind tippen ist da meistens ein Krampf. Hier, nach ein bisschen Einübungszeit, geht das tatsächlich recht gut. Machen wir den Kleinen nochmal an und ihr seht jetzt vielleicht, warum ich so als schlechter Hacker aus irgendeinem schlechten Hackerfilm tituliert wurde. Je nachdem, wo man sitzt, das sieht halt schon reichlich affig aus, wenn man da eine Tasse nebenstellt, die schon fast größer als der ganze Laptop ist. Der Laptop ist jetzt hochgefahren, beziehungsweise das Netbook, und ihr seht vielleicht jetzt mal, was 1920x1200 Pixel überhaupt sind. Wir haben hier keine Vergrößerung, das heißt, die vollen Pixel sieht man, beziehungsweise sieht man nicht. Ich hoffe, Julian, der gerade hinter der Kamera ist, kann das einfangen, wie klein die Schrift ohne Vergrößerung ist. Man kann es noch knapp lesen, wenn man 10 cm Abstand dazu hat, aber wenn man weiter weg sitzt, sollte man das Ganze vergrößern. Zudem ist das Bild hier gerade um 90 Grad verdreht. Warum? Ich habe Ubuntu nachinstalliert ohne Probleme, das war überhaupt gar kein Problem. Wir haben hier Grub als Bootmanager und scheinbar klappt da irgendwas noch nicht ganz mit dem G- bzw. Lagesensor. Das Bild ist um 90 Grad gekippt. Wir starten jetzt aber mal für euch Windows, neigen unseren Kopf um 90 Grad, drücken Enter. Und während Windows hochfährt, kann ich euch ein bisschen was zur Ubuntu-Installation sagen. Easygoing. Nicht per Micro-USB-Karte, per Micro-SD-Karte, sondern einfach per USB-Stick reinstecken, 25 Minuten Zeit investieren und schon habt ihr zwei Betriebssysteme parallel auf diesem One-Netbook. Alle Treiber werden von Ubuntu erkannt. Gibt es überhaupt keine Probleme. Die Akkulaufzeit liegt bei Windows so bei 10, 11, 12 Stunden, bei Ubuntu ein, zwei Stündchen weniger. Und angeblich, ja, das Mainboard ist auch von Google bzw. Android zertifiziert, kann man sich vielleicht sogar noch Android, das heißt drei Betriebssysteme zeitgleich auf diesen kleinen raufspielen. Während ich offensichtlich feststelle, dass ich den Rechner nicht vernünftig runtergefahren habe und der nochmal irgendwas reparieren muss, kann ich euch ein bisschen was zum Display erzählen. Wir haben hier 125 Grad und stellt euch vor, ich tippe hier so ein bisschen drauf rum. Da wir eine kleine Auflagefläche haben und ein relativ großen Schwerpunkt hier hinten haben, fängt der Gute leider recht schnell an zu kippeln. Das heißt, wenn man da drauf rumtoucht, sollte es halt entsprechend weniger geneigt sein. Ihr merkt vielleicht auch gerade, ich kann es neigen. Ich kann es auch um 180 Grad neigen. Ich kann es sogar darüber hinaus neigen mit sanfter Gewalt. Wir haben jetzt hier den sogenannten Tent Mode, den Zeltmodus. Das heißt, ich könnte es jetzt hier hinstellen, würde das Betriebssystem schon laufen, würde jetzt das Bild einmal um 180 Grad drehen. Und dann kann ich vielleicht mal ganz lässig einen Film gucken, ohne dass ich jetzt einen Case habe, wo ich es reinstecken müsste, finde ich sehr angenehm. Darüber hinaus können wir das Display sogar komplett drehen. Ja, das Ding heißt ja OneMix Yoga, hat man sich da vielleicht bei Lenovo Yoga ein bisschen angeguckt. 360 Grad gedreht.
geil. Ich könnte es jetzt als riesen Smartphone, kleines Tablet benutzen. Muss aber ehrlich sagen, das hier, ich hoffe, ihr seht es, gefällt mir nicht ganz so gut. Das Display rastet leider nicht an der Unterseite des Notebooks ein. Und wir haben hier immer so ein bisschen Spiel, was gerade beim Touchen ein bisschen unangenehm ist. Ja, das Yoga 2, wenn ich mich noch recht erinnere, löst es so, dass auf der Rückseite Magneten sind, sodass das hier wirklich dran ranpappt. Ja, währenddessen hat es Windows dann auch endlich mal geschafft. Wir haben hier ein Login-Screen. Ich soll mich mal einloggen. Sicherheit geht vor. Das Passwort ist also Trimexa, unser Firmenname. Ihr seht hoffentlich schon, wenn ich getippt habe. Mit ein bisschen Eingewöhnungszeit klappt das Tippen richtig, richtig gut. Das hätte ich so nie gedacht. Ja, zu Anfang ist man ein bisschen gefrustet. Man liegt manchmal daneben. Aber gerade ein Typ wie ich, der STRG-C, STRG-V, Windows L und all diese Shortcuts drückt, ja, der drückt jetzt hier Windows und drückt da mal schnell Paint rein und auch Paint startet. Und ihr merkt gerade vielleicht an der oberen Kamera, all diese Programme sind gerade parallel gestartet und der Kleine schlägt sich gar nicht mal so schlecht im Multitasking. Jetzt startet auch noch Skype und ich soll hier irgendwas übersetzen. Hey, das ist ja schon fast ein Benchmark, den ich hier für euch fahre. Multitasking kriegt dahin, ja, wenn wir im Umfeld von Word, Excel, mal den Taschenrechner, ein bisschen browsen im Netz, alles überhaupt kein Problem. Natürlich muss man an dieser Stelle auch sagen, der X5, Quad-Core hin oder her mit seiner 1 GB Grafikkarte onboard, zocken fällt natürlich aus. Ja, Photoshop kann man nicht im geringsten dran denken. Ja, wir können den richtig geil anklemmen an den Monitor und haben auch eine vollständige Arbeitsumgebung, hängen noch eine Bluetooth-Tastatur und Maus dran und können eben so Office-Tätigkeiten machen, mehr aber auch nicht. Ja, jedes zweite Tablet ist eigentlich schneller als dieser Mini Laptop. Und ihr seht vielleicht schon, es ist so ein wilder Mix aus Tastatur, Touchscreen. Wir haben hier immerhin 10 Punkte Touchscreen, können hier also mal schnell die Windows-Taste drücken. Je nach Zoom-Faktor, da haben wir nämlich so das nächste Problem, trifft man auf dem Touchscreen die Buttons gut oder schlecht. 1920x1200, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben hier gerade eine Vergrößerung von 150%. Empfinde ich persönlich als optimal. Ich habe nicht die Turbo-Wurst-Finger, ich treffe noch die Icons, die Buttons. Aber Windows selbst nimmt nicht so viel Platz ein. Windows schlägt uns 200% vor, ist mir definitiv zu viel vergrößert. 175% ist vielleicht für euch so der perfekte Vergrößerungsmix. 100% geht gar nicht, weil dann sind die Icons ungefähr noch so klein und ihr trefft garantiert nichts. Maximal mit dem Stift, aber selbst mit dem würdet ihr nichts treffen. Ich hoffe, man sieht es. Es spiegelt jetzt nicht zu sehr, wenn wir jetzt mal Chrome starten. Macht es mal anders. Ich navigiere mal mit euch mit diesem kleinen optischen Mausbutton her. Ja, es gibt keinen Touchpad, sondern nur diesen kleinen 1x1 cm großen Button. Ich streiche hier mit dem Finger drüber und navigiere dann mit der Maus. Und das klappt. Ja, ich fahre jetzt mal in die Zeile. Ups, vorbei. Es klappt so medium. Kleine Buttons trifft man vielleicht mal nicht, aber größere Buttons wie so den Startknopf, das klappt eigentlich immer. Und ihr habt währenddessen auch schon gesehen, China Gadgets eingeben, ist auch cool. CH, Tab, Vervollständigung und ich habe China Gadgets geöffnet. Und hier haben wir jetzt eben die Seite und ihr seht selbst, das Navigieren geht. Also ich erkenne da jetzt keinen Ruckler. Ja, manche Laptops schaffen es definitiv, das schneller zu laden, wobei wir eben auch hier, wir navigieren mal hin, Batteriesparmodus sind. Ja, also wir haben den schwächsten Modus. Wir können natürlich auch die Best Performance auswählen. Dann ist das Display auch nochmal ein bisschen heller. Dann ist der Kleine nochmal ein bisschen zackiger. Was man ebenfalls vermutlich nicht ganz so gut hier erkennen kann, wir haben eine Tastaturbeleuchtung. Jetzt ist sie an. Ja, das heißt, funktioniert natürlich nur richtig gut nachts. Ist auch nicht in mehreren Stufen einstellbar. Die Stufen lauten wie folgt. An, aus, das war's, können eben hier oben über Functions und diese Taste an oder ausgemacht werden. Der Anschalter jedoch leuchtet immer und leuchtet auch beim Aufladen, finde ich ein bisschen unschön. Wäre cool gewesen, wenn man den irgendwie auch ausmachen hätte können. Gut, wie gesagt, das ist hier eher ein kleines Hands-on, das sind so meine Erfahrungsberichte, womit ich mich rumgeschlagen habe, wie der Kleine letztlich verarbeitet ist, wo so ein, zwei Stolpersteine liegen. Für genauere Spezifikationen schaut einfach in meinen Artikel, da habe ich es bis ins Kleinste mit Pro und Contra aufgelistet, die Zahlen bis zur dritten Stelle hinterm Komma aufgelistet, da solltet ihr dann definitiv reinschauen. Bevor ich euch jetzt also komplett zutexte, für wen ist jetzt dieses OneMix Yoga was? Ganz ehrlich, ich weiß es selbst nicht ganz so genau. Wir haben hier kein Smartphone, wir haben hier kein Tablet, wir haben hier irgendwie aber auch definitiv kein Notebook. Ja, für Notebook ist es viel zu klein, für ein Smartphone ist es viel zu dick, für ein Tablet hängt dann irgendwie auch noch eine riesen Tastatur dran. Ich kann mir durchaus vorstellen, für Leute, die unbedingt eine Tastatur immer dabei haben wollen, ja, weil man immer in der SSH-Konsole rumhängt, ja, irgendwas schreiben möchte einfach, da ist eine Tastatur,
so klein sie auch ist, definitiv besser als jede Onscreen-Tastatur und auch besser als so wabbelige Bluetooth-Tastaturen, die man im Zweifel eh wieder vergisst. Hier hat man sie immer dabei. Die Laufzeit mit 10 bis 12 Stunden bei Windows auch wunderbar. Man hat das Ding echt lange mit dabei. Man kann es sogar unterwegs per Powerbank laden. Mit 10.000 mAh sind wir schon bei einer Laufzeit von über 20 Stunden. Gibt es auch nichts zu meckern. Ja, aber ob das jetzt so der Use Case für euch ist, zudem möchte ich auch nochmal den Preis so ein bisschen aus dem Hinterkopf hervorholen. Wir sind hier irgendwo zwischen 400 und 450 Euro, das ist eine Menge. Manche Shiner-Tablets, gute Shiner-Tablets, kriegen wir für 200 Euro. Ein Laptop gebraucht, aus Deutschland vielleicht sogar, gibt es auch für 450 Euro. Ob es da jetzt der OneMix Yoga sein muss, ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht, muss ich auch offen und ehrlich sagen, ist bis jetzt aber auch einfach noch nicht der Mega-Use Case auf mich zugekommen. Ich werde das Ding weiterhin im Rucksack immer dabei haben. Vielleicht ergibt sich mal der Moment und bis dahin könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, Christian, hör mal zu, das ist doch genau der Use Case. Das ist das perfekte China Gadget für diese oder jene Tätigkeit. Schreibt es mir wirklich gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, gerade weil ich es bis jetzt selbst noch nicht rausfinden konnte. Und ich habe eine Menge Use Cases durchgespielt, das könnt ihr mir glauben. Bevor du gerade rausgehst, wir haben auch noch ein kleines Gewinnspiel laufen mit so einer kleinen Mysterious Box. Das läuft noch ein paar Tage. Gibt es ein richtig geiles Geschenk zu gewinnen. Macht da unbedingt auch noch mit. Zum nächsten Video geht es da oder da, 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 dahin, dahin. Also dahin geht es dann weiter. Ja, und dann sehen wir uns auch hoffentlich schon beim nächsten Video. Tschüss.